Willkommen bei dieser Präsentation zum UTI Menti Mentimeter. Ich würde euch in diesem Beispiel weisen, wie in diesen UTI kann ersetzen, für ganz schnell Schüler um die Meinung zu fragen oder sie zu evitieren, bei ein paar Fragen matt zu werden. Heißes Beispiel werde ich kürzlich angesetzt tun bei Weiterbildungen. Auf der Website sind die Enseignanten die drei Fragen, der Kontinuum ist interessant, der Fokus ist, wenn ich mal vorgestellt und dann die Progression Vitesse ist adaptiert. Und ich invitiere die Leute dann, hier ein Handy, ihre Computer, was auch immer, rauszuholen mit Internetverbindung, an auf die Website menti.com zu gehen und diesen Code anzugeben. Schulo Express, das Resultat schon abgelöst, ihr seht, ihr habt 24 Leute mitgewählt. Ob die Resultate können wir auch ein kurz angehen. Aber also ich gucke mal an, wie es da geht, wenn ihr selber wollt mitwählen, respektive als Schüler. Der geht also auf menti.com und ihr müsst dann den Code angeben. Wir erinnern uns an den 37213. Das ist das View, die dann der Schüler hat und kann hier erstellen, ob du mit der ganzen d'accord hast, vielleicht einfach normal d'accord oder vielleicht auch ein bisschen manner. Also ihr könnt hier verschiedene Niveaus erstellen. Wie ihr das könnt programmieren, das weiß nicht ich direkt. Komm, wir machen über diesem Boot mal mit. Voilà. Und damit haben wir beantwortet. Wenn wir hier auf die Wüge gehen, die euch normalerweise über den Beamer oder über den anderen Bildschirm der Schüler weisen, dann sehen wir dann die Resultate, wie die sich dann auch können live adaptieren. Was beim Mentimeter flott ist, die Schüler können am Handy schaffen, brauchen nicht viel Equipment, muss ich so bei einer Website gehen. Mehr für das Feedback als doch flott natürlich zu sehen, wie die Schule, die Zöllen hier sind, am absoluten. Mehr, die sind oben drüber halt die Welt, wo die Verdelung ist. 3 Schüler haben high gewählt, 8 Schüler haben agree gewählt und 13 Leute haben strongly agree gewählt. Besonders interessant ist es bei Zöllen wie high, wo mehr ein groß, mehr ein stark Verdelung ist, wo man nicht direkt gesehen hat, dass Schiedfrelo tatsächlich den Mittelwert herausgesichert hat. So, du warst dann froh, wie macht das so etwas? Eigentlich ist das nicht ganz einfach. Du musst auf mentimeter.com gehen, einen Account machen. Das kostet nicht, das ist gratis, aber wirklich ganz einfach zu benutzen. Heute sieht da von mir 3 bestehende Questionnaire schon. Ich habe just eine Fokomedienbildung abgemerkt. Komm, ich gebe mir da eine Analyse. Heute sieht da, dass das ausgesagt wie bei einem PowerPoint eigentlich. Der Mentimeter besteht aus Sliden. Ich sehe auch die letzten Resultate, ich kann die letzten Resultate auch als PDF hochladen. Mich interessiert also mal, wie ich vielleicht so ein neues Slide mache. Add Slide. Und dann habe ich hier ganze Code-Möglichkeiten. Denn Scales, das war, was ich just benutzt habe, wo die Schüler da können mit diesen Erstellungen selber können angehen, wie gut das einfach ist. Und hier innen kann ich einfach mit Fragen angehen. Wie ist der Wert von Pi. Wie gefällt dir E-Learning? Und so weiter. Ich kann aber auch einen anderen Tipp holen, an dem Mentimeter bietet eigentlich ganz, ganz viel Möglichkeiten. Und ganz gerne habe ich auch die Word Cloud, die man können benutzen. Die Word Cloud erlaubt es, für dass die Schüler können wieder posten, die dann aus einer Cloud-Form zugewiesen werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dann, wie ihr hier seht, so einzeln Antworten zu klicken. Es geht auch darum, ganz lustig, das heute ein Bild dahinter zu setzen. Das können wir kurz probieren. Mit dem Bild löse ich einfach ein Bild von meinem Desktop, das ich dann da gespeichert habe, hier hinten. Ich kann das Bild ein bisschen verkleinern oder vergrößern, ein bisschen regeln. Und da kann ich hier so ein Schüler sollen das Bild gut finden oder manner gut. So nicht liken. Und eigentlich geht es just so, wenn ich hier Present drücke. Und schon gesehen, Schüler, das Resultat einerseits, und andererseits aber auch der Code, wo wir schauen, hier gehen. Hier muss ich jetzt wahrscheinlich, ich denke, neu anloggen. Und da sehe ich schon ein Bild, und da könnte ich so ein liken, das tut. Voilà. Hier sehen wir, ein Schüler wird mitgemacht, ein Schüler wird geliked. Komme ich in Eike zurück. Und so sieht ihr also hier, ihr könnt ganz einfach ein Slide dabei machen. Und ich schloss nicht ganz gerne die vielen Möglichkeiten, die den Mentimeter bietet, selber entdecken. Viel Spaß mit Mentimeter.